Sind Pietro Lombardi und Laura Maria Riper wirklich getrennt? Die hübsche Influencerin holt sich plötzlich Hilfe von jemandem, der sich ziemlich gut mit Trennungen auskennt. Es ist kein Geheimnis, dass Pietro Lombardi und Laura Maria Riper sich in der Vergangenheit schon oft getrennt haben. Trotzdem haben sie es geschafft, sich immer wieder zusammenzuraufen. Zuletzt wurde ihre Liebe sogar von einem Heiratsantrag und der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Eigentlich schien alles perfekt zu sein. Doch seit wenigen Tagen sieht es ganz so aus, als würde das On-Off-Pärchen in Zukunft getrennte Wege gehen. Laura Maria holt sich Hilfe. Aber von Anfang an, am Nikolaustag macht Laura Maria in ihrer Instagram-Story eine Andeutung, die es richtig in sich hat. Ich muss euch die Tage etwas sagen, wenn ich mich bereit dazu fühle. Ich bin enttäuscht und muss mich erstmal sammeln, schreibt sie. Und als wäre das noch nicht mysteriös genug, entfolgt sie sogar ihrem Verlobten Pietro und dessen Ex-Frau Sarah Engels. Viele Fans vermuten, dass Laura und Pietro sich getrennt haben. Und die hübsche Influencerin gießt auch weiterhin Öl ins Feuer. In ihrer Instagram-Story berichtet sie, dass ihre Mutter bei ihr schläft, um sie zu unterstützen. Und wo ist Pietro? Darüber verliert sie kein Wort. Und während Mama auf den kleinen Leano aufpasst, trifft Laura Maria sich mit Lola Weipert. Ganze 4 Stunden lang quatschen die Damen beim gemeinsamen Abendessen. Worüber sie gesprochen haben, unklar. Doch nach dem Treffen meldet Laura sich mit angeschwollenen Augen bei ihren Fans und schwärmt in den höchsten Tönen von ihrer Zeit mit der Temptation Island V. IP-Treuetest-Expertin. Wenn sich jemand mit Beziehungen auskennt, dann sie. Laura und ich haben 4 Stunden durchgeredet und es war so wundervoll, weil sie einfach so eine warmherzige, authentische Frau ist, die man nur lieben kann, schwärmt Lola anschließend. Das sieht Pietro sicherlich auch so. Oder etwa doch nicht mehr. Bleibt abzuwarten, ob die beiden sich in den kommenden Tagen zu den Trennungsgerüchten äußern werden.